Schätzchen, dürfte ich reinkommen? Ich würde mit dir sehr gerne über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Nein, ich bin beschäftigt. Tja, weißt du, es ist wirklich sehr, sehr, sehr dringend. Ladies and Gentlemen, heute wird es um ein ganz, ganz besonderes Thema gehen. Und zwar wird es heute genau um das Thema gehen, weswegen denn so viele Leute auf dieses Video gedreht haben. Und zwar um das erste Mal. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du machst den Beauty-Tag, so wie alle anderen YouTuberinnen auch. Weißt du was? Nein, denn heute wird es tatsächlich um das Thema Sex gehen. Nee, oder? Die hat jetzt nicht wirklich dieses Wort in den Mund genommen, oder? Oh, Bitch. Jetzt mal ehrlich, Leute, warum haben wir denn so ein extremes Problem damit, genau über dieses Thema zu sprechen? Das ist immer so, oh mein Gott, nein, ich? Nein, das ist ja nicht einer der Sachen, die uns Mutter Natur so als einer der natürlichsten und prinzipiellsten Sachen auf dem Weg mitgegeben haben. Denn irgendwie müssen wir uns ja fortpflanzen. Also ich würde das ja nie machen. Aha, du willst also keine Kinder haben oder sowas? Nee, ne? Das sowas, nee. Das willst du da natürlich mit künstlicher Befruchtung kriegen. Genauso hätte ja das der liebe Herr da oben im Himmel von uns gewollt. Das weiß ja jeder, dass man vom Storch kommt. Schätzchen, lass dir mal bitte eins sagen. Du kommst wirklich nicht vom Storch, sondern deine Eltern hatten tatsächlich Geschlechtsverkehr. Und wenn das ja schon alles wäre, dann würden wir jetzt sagen, hey Sophia, danke schön, wir können jetzt viel einfacher über das Thema reden. Nein, denn wisst ihr was, es gibt einer dieser schlimmen Situationen im Leben, die man nicht vergisst, denn genau eure Eltern wollen irgendwann mal über dieses Thema mit euch sprechen. Das nennt sich dann Aufklärungsgespräch. Schätzchen, dürfte ich reinkommen? Ich würde mit dir sehr gerne über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Nein, ich bin beschäftigt. Tja, weißt du, es ist wirklich sehr, sehr, sehr dringend. Und zwar würde ich sehr gerne mit dir über ein sehr wichtiges Thema reden, und zwar... Madame, wie sieht's denn hier aus? Du könntest doch mal wieder dein Zimmer aufräumen. Ey, Mama, meinem Freund ist es eh egal, wie es hier aussieht, ja? Genau jetzt, deswegen wollte ich jetzt mit dir über deinen Freund reden. Ich glaube, du solltest dich vielleicht lieber hinsetzen. Weißt du denn, wie das mit den Bienchen und dem Blümchen funktioniert? Weißt du das? Oh mein Gott, ja, Mama, natürlich weiß ich das. Gehst du jetzt bitte wieder raus? Ist ja auch egal. Ich als Mutter habe die Pflicht, mit dir darüber zu reden. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Und zwar gibt es da ein Bienchen, das summt und summt und summt. Und da gibt es hier die schöne, schöne Blume, die eigentlich verschlossen bleiben sollte bis zur Hochzeit. Ich will's nicht hören. Aber dann kommt das Bienchen und das Blümchen und dann macht Buff und dann entsteht was Neues daraus. Und Schätzelein, ich denke, das Ganze sollte jetzt klar sein. Das heißt, wenn du noch irgendwas machst, solange du unter meiner Decke wohnst, gibt es lebenslang Hausarreste. Ja? Hast du es verstanden? Und putz dein Zimmer. Ey, Mama, das meinst du nicht ernst, oder was? Ja, dann kriege ich halt Hausarrest. Sind wir mal ehrlich, Leute, heutzutage lernt man doch schon alles viel zu früh im Internet. Die Jugend von heute lernt alles übers Internet und diese komischen, weiß ich nicht, diese Tiki-Tiki-Teile, ja? Und früher musste ich mir doch alles selbst erklären, ja? Damals war das noch um einiges anstrengender. Ja, liebe Großeltern, deswegen habt ihr wahrscheinlich auch 10 Kinder. Ich hoffe sehr, dass ich euch mit diesem Video etwas auflockern konnte und vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen konnte vor dem Gespräch mit euren Eltern. Falls ihr das Gespräch schon hinter euch hattet, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, wie das denn so war. Hier verlinke ich euch mein letztes Video, und zwar das Video zum Thema Sport und wie man eigentlich dazu kommt. YOLO. Und ich wünsche euch noch sehr viel Spaß weiterhin bei meiner Hello April Reihe, und wir sehen uns bei meinem nächsten Video am Sonntag. Bis dann. Tschüss.